Hallihallo. Moin. Ich mache den Anfang für Jens. Wir sitzen gerade in seinem Tesla Model S, lieber Jens. Hi Tarek. Ja, die Band ist wieder zusammen, Leute. Das Dream Team. Und hinter mir seht ihr schon den Tarek, der um unser Auto schleicht. Es ist der Genesis G80 in einem super Grau. Und mit der weißen Innen. Was sagst du dazu, Tarek? Sieht gut aus, oder? Wir nehmen an einer New Mobility. Oh! Übrigens, das Fahrerbriefing, das findet hier in der SAP-Kantine statt. Schaut euch das mal an. Sieht aus wie in einer Stadthalle. Leute, wir sitzen jetzt hier im G80, super komfortabel und Tarek ist gut drauf. Das muss er auch, wenn er meine kruden Anweisungen hier aus dem Roadbook folgen soll. Moin, liebe Freunde der Elektromobilität. Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric und heute nehme ich euch mit auf einen kleinen Roadtrip und eine anschließende Rallye. Die geht morgen den ganzen Tag, ich glaube, durch den Taunus. Das ist die Auto, Motor und Sport Move New Mobility Rally. Aber es geht eigentlich gar nicht so richtig, um irgendwie was zu beweisen hier, wie toll Elektroautos sind, sondern es ist eine ganz normale Rally. Die Strecke ist auch nur 140 Kilometer lang. Also das sitzt man ja hier mit dem E-Auto auf einer Akkuzelle ab. Nee, es geht nicht um Reichweite, sondern es geht um Geschicklichkeit und Timing. Es gibt ganz viele Aufgaben zu erfüllen und natürlich nach einer Punktewertung. Und die ist ziemlich streng. Das Reglement ist viele, viele Seiten dick. Also holla die Waldfee, kann ich nur sagen. Ich habe mich natürlich null vorbereitet. Ich bin eingeladen worden von Genesis und zwar zusammen mit Tarek von den Elektrobikes. Ja, ich bin gespannt. Das Ganze findet statt in Walldorf. Da sitzt ja auch SAP und genau dort ist auch, glaube ich, Start und Ziel, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall ist da heute Abend irgendwie auch die Abendveranstaltung und morgen früh geht's los. Von hier aus, von Bremen bis nach Walldorf, sind es, glaube ich, 550 Kilometer oder so. Ja, mag sein. Auf jeden Fall fahren wir nicht ganz durch, auch wenn das Model S hier eine riesen Reichweite hat. Wir machen einmal einen Ladestopp in Alsfeld. Das ist von hier aus 364 Kilometer. Wir könnten auch noch weiterfahren, vielleicht nehme ich auch den nächsten Supercharger. Das Model S hier kalkuliert sehr, sehr konservativ, dass wir mit 15% in Alsfeld nur ankommen, obwohl wir jetzt 99% im Akku haben. Das wird mit Sicherheit deutlich mehr, es sei denn, ich fahre 180. Und dann bin ich irgendwie um 15 Uhr in Walldorf heute und dann geht es zum Fahrerbriefing und zur Abendveranstaltung. Ja, ihr seid auf jeden Fall dabei bei dieser geilen Veranstaltung. Ich bin mega gespannt, was mich und Tarek erwartet. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wird also bestimmt ein lustiges und vor allem auch spannendes Video, deswegen unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, wir sind in Alsfeld angekommen am Supercharger. Hier war ich tatsächlich auch noch nie. 364 Kilometer sind wir gefahren. Wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 19,4 Kilowattstunden. Ja, ey, super Schnitt, muss ich sagen. Und jetzt haben wir noch knapp 200 Kilometer vor uns. Jetzt sollen wir noch ein bisschen laden. Wie lange sollen wir laden? Im Prinzip nur 6 Minuten. Aber ich will am Hotel in Walldorf natürlich nicht mit 1% oder so ankommen. Das heißt, wir laden hier ein bisschen mehr. Ich will jetzt eben ein bisschen was essen. Es ist gerade Mittagszeit, bietet sich an. Also ich denke mal eine halbe Stunde stehen wir hier alleine deswegen, weil ich was essen will und aufs Klo muss. Und das dauert ja immer seine Zeit. So, wir sind fertig. Wir haben insgesamt 24 Minuten gestanden. Wir haben jetzt 80% im Akku. Gekommen sind wir von 19%. Also wir sind auch mit mehr angekommen als ursprünglich prognostiziert. Das waren ja 15, obwohl wir doch recht schnell gefahren sind. Und jetzt geht es wieder auf die letzte Etappe. 200 Kilometer bis Walldorf und dann sind wir da. Der
Tarek ist auch mit einem schönen Auto hier, ne? Buongiorno, sag ich nur. So, Leute, wir haben uns jetzt hier gerade akkreditiert. Wir sind jetzt übrigens im Foyer bei SAP, meint sich sogar. Und wir haben hier 1000 Sachen gekriegt, also einen Rucksack vom Sponsor R&V mit tollen Gadgets, eine Bordkarte mit Erklärungen, ein Bordbuch. Ey, das musst du erstmal studieren, Mann, guck mal. Ey, Leute, ich bin noch nie eine Rallye gefahren, also nicht eine auf diesem Niveau. Schaut euch das mal an, also das ist doch hier Mathe für Fortgeschrittene. Also das ist nur die Zeichenerklärung. Ne? Das wird lustig, Jens. Das ist nur die Zeichenerklärung. Und dann hast du hier irgendwie die Strecke. Und dann hast du hier solche Dinger. Das ist sozusagen das Navi auf Papier. Nur es sieht gar nicht aus wie ein Navi. Das zieht sich hier über Seiten. Ja? Also schaut euch an, wie dick das ist. Ja, ich habe voll die Arschkarte, Tarek. Ich bin hier der Beifahrer. Ich muss dir die Anweisung geben. Der Jens sagt nach rechts, dann fahre ich nach rechts. Oder vielleicht nach links mal gucken. Also wir werden nie ankommen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil, also... Aber ich glaube, ohne uns wäre die ganze Sache hier ein bisschen langweiliger. Ich weiß nicht, wir haben 37 Teilnehmer. Ich glaube, die meisten kennen uns überhaupt nicht. Also ich glaube, die Abendveranstaltung kann ich knicken. Ich muss hier das Bordbuch auswendig lernen. Wisst ihr, was das Problem ist? Der Typ will gewinnen. Schönen guten Morgen. Es ist jetzt so gegen 7 Uhr. Wir sind hier wieder bei SAP auf dem Gelände. Hier findet dann gleich der Start der Rallye statt. Das dauert ungefähr noch eine Dreiviertelstunde. Dann geht das Fahrerbriefing los. Und hinter mir seht ihr schon den Tarek, der um unser Auto schleicht. Es ist der Genesis G80 in einem super Grau. Und mit der weißen Innen... Was sagst du dazu, Tarek? Sieht gut aus, oder? Ich finde den mega, die Farbe, die Innenausstattung. Richtig schnieke. Da ist Start und Ziel und dort stellen sich schon langsam die 38 Teams auf. Wir sind Nummer 29, das heißt relativ spät dran. Ja, so langsam füllt sich hier das Starterfeld. Unterschiedlichster Hersteller, sogar der neue Macan ist hier zweimal vertreten. Das ist übrigens Susanne, Susanne Beddies von Hallo. Genesis. Genau, richtig. Und ich habe auch noch jemanden mitgebracht. Hallo, grüß dich. Und dein Geschäftsführer. Ja, das ist unser G80, mit dem wir fahren. Dann haben wir hier ein EV9, ein Opel Astra. Ist das der Sports Tourer? Ja, ich glaube schon. Dann ein EX30, ein Ioniq 5. Dann haben wir hier den neuen Porsche Macan. Zwei Lucids. Dann haben wir hier Aura Cat. NIO ET5 Touring. EX30 hatten wir schon. Genesis GV70. Da kommt der GV60 von Genesis. Dann haben wir ein ID3 Smart Hashtag One. Skoda Enyaq und ein Toyota Mirai Wasserstoffauto. Und da ganz hinten steht nochmal ein Porsche Macan in dem British Green. Sieht sehr geil aus. Und ein Lotus natürlich. Da müssen wir mal kurz hingehen. Den sieht man ja auch nicht alle Tage. Prima, jetzt reicht's. Perfekt. Und übrigens ein Tesla Model Y fährt auch mit. Leider schon mit Beule. Start Nummer 1. Fick mal, Tarek. Leute, wir sitzen jetzt hier im G80, super komfortabel und Tarek ist gut drauf. Das ja, muss er auch, wenn er ja meine kruden Anweisungen hier aus dem Roadbook folgen soll. Ich habe so eine Angst, Leute, dass wir uns verfahren. Wie Tarek vorhin schon sagte in seiner Anmoderation, ich steige hier ins Auto und was passiert? Dreh mal um. Es fängt an zu regnen, Leute. Das ist typisch. Wenn Jens dabei ist, fängt es an zu regnen. Ja, mein Move Electric Fluch, der holt mich sogar hier in Walldorf ein, selbst auf dieser New Mobility Rally. Gestern 25 Grad. Gestern super, ja. Da sind wir ja nicht gefahren. Aber heute, wo wir fahren, es regnet. Naja, wir melden uns, wenn es geht, noch von der Strecke. Ich bin erstmal völlig gefordert hier mit diesem Roadbook, dass ich mich da irgendwie durchfummel und wir uns nicht verfahren. Wenn es was zu berichten gibt, irgendeine Wertungsprüfung zum Beispiel, dann seid ihr natürlich dabei. Ihr verpasst nichts, also unbedingt weiterschauen. Unbedingt. Da werdet ihr nicht nachfahren müssen. Spaß. Danke. Aber auf jeden Fall ein tolles Fahrzeug von Genesis hier, der Genesis Electrified G80 oder G80 von Team Genesis, Startnummer 29. Und da kann es auch schon losgehen. Okay, es geht los, Leute. Ja, und das Elektro auch. So, Jens, du sagst, ich fahre immer den Pylonen nach, Tarek. Hey, die erste Seite des Roadbooks haben wir schon unfallfrei überstanden. Bleiben noch 50 jetzt übrig. Bleiben noch 60 übrig. Ah,
Aber der Genesis fährt sich klasse. So in 670 Meter, Tariq, an der Ampel rechts. An der Ampel rechts, okay. 670 Metern. Ja, Leute, so läuft das hier bei einer Rallye. Wir hangeln uns hier durch. Also wie gesagt, rechts, ne? Rechts einordnen, Tariq. So läuft das hier und wir haben jetzt 4 Stunden bis zur Mittagspause und müssen da, glaube ich, noch diverse Aufgaben erledigen. Wir melden uns dann bei der ersten Aufgabe. Ja, genau. Okay, wir müssen jetzt 50 Meter in 5 Sekunden fahren. Also, 3, 2, 1, go! 5 Sekunden, 1, 2, 3, 4, 5! Durch solche Straßen fahren wir. Leute, wir sind kurz vor der nächsten Prüfung. Da müssen wir genau 2 Meter fahren. Und wir haben uns schon ausgerechnet, der Wagen hier ist ungefähr 5 Meter lang, der G80. Das heißt, wenn wir losfahren, ist bei der B-Säule, glaube ich, 2 Meter erreicht. Und die letzte Prüfung haben wir schon verkackt. Da mussten wir mit dem Buzzer. Ich habe sie verkackt. Da mussten wir mit dem Buzzer auf der Hälfte von einer 140 Meter Strecke oder so nach 15 Sekunden buzzern und dann nochmal 10 Sekunden fahren. Und Tariq ist leider am Buzzer vorbeigefahren und musste zurücksetzen, sodass wir statt 25 Sekunden für die gesamte Strecke 32 gebraucht haben. Das gibt, glaube ich, 1 Million Strafpunkte. Egal. Dabei sein ist alles. Dabei ist alles. Hör mal, ne? ohne uns wäre die Veranstaltung sowas von lahm, ey. Wir sind die Einzigen, die hier ein bisschen eine gute Laune verbreiten, oder? Echt, ey. Ich fahre hier 150 in der Landstraße. Nein, nein. Aber wir fahren hier durch schöne Gegenden. Es ist total duster, aber wir fahren hier durch den Wald. Oh ja. Und wir hoffen, dass wir hier richtig sind, aber vor uns ist der Volvo EX30, der uns abgehängt hat gerade. Also ganz falsch können wir nicht sein. Also laut Navi darf man hier 100 fahren, Jens. Was meinst du? Laut Navi darf man hier 100 fahren. Na, bist du irre? Da kommt noch ein Reh über die Straße. Schaut euch das an. Schön. Immerhin ist es noch asphaltiert. Schön. So, hier ist ein kleiner Prüfungsstau, würde ich sagen. Ja, der Makan steht schon quer. Hat das einen Grund? Servus. Servus. Läuft's? Ach ja. Habt ihr gebuzzert oder? Schauen wir mal. Also das war. Wir sind am Buzzer vorbeigefahren, mussten zurücksetzen. Beziehungsweise ich war mir nicht sicher, ob er ausgelöst hat oder ob er auch wirklich beim ersten Mal ausgelöst hat. Da war ich mir nicht sicher. Habt ihr die Sekunden gezählt, die ihr gebraucht habt? Ja. Was habt ihr gehabt? Wir glauben, dass es einigermaßen passen könnte. Wir, glaube ich, haben uns ein bisschen verkopft, ne, mit Durchschnittsgeschwindigkeit und Gedöns. Ich glaube, es wäre sicherlich einfacher gegangen, wenn man sich nicht so viele Gedanken gemacht hätte. Ja, ist immer so. Aber wie gesagt, dann dachte ich eigentlich, der Beifahrer buzzert. Plötzlich sehe ich, oh scheiße, der kommt auf meiner Seite. So, fuck. Angeschnallt, ne, nicht richtig rausgekommen. Also ich glaube, das war die Prüfung, wo wir jetzt meisten Strafpunkte einfach mal gucken müssen, genau. Was am Ende des Tages ist. Aber da sind wir in guter Gesellschaft, da bin ich beruhigt. Zumindest das. Alles klar. Aber das Auto läuft gut, ne? Hervorragend, wunderbar. Super, dann wollen wir mal gucken, ob ihr 2 Meter fahren könnt. Ja, wenn wir Reichweite reicht noch, von dem her sollten wir hinkriegen. Was macht die Reichweite? 2 Meter ist noch drin, würde ich sagen. Alles gut, schaffen wir. Viel Glück. Leute, es wird hier alles sehr ernst genommen. So sieht das hier aus. Ja. Hallo. Hallo. Grüß dich, Bernd. Hi. 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 Na, wie läuft es jetzt? Hast du den Buzzer getroffen? Ja, aber danach war ich viel zu schnell und dann waren es, glaube ich, 22 statt 25 Sekunden insgesamt. Na toll, wir sind am Buzzer vorbeigefahren, mussten zurücksetzen und haben 32 Sekunden. Also, mein Vorteil ist, ich habe ein bisschen zu lange Arme und wenn ich dann, also der Buzzer, der kam Tariq wollte so ganz cool den Buzzer im Vorbeirollen. Ja. Ne? Ah, okay. Ist natürlich, hat den Buzzer verfehlt. Jetzt verfehle ich hier die 2 Meter bestimmt. Alles klar, ich drücke dir die Daumen. Okay. Cool. So, Leute, jetzt ist der Moment der Wahrheit. Tariq muss 2 Meter fahren, ob er das hinkriegt. Der Pylon, ne? Wenn der hier steht, dann war's das. Auf geht's. Stopp. Messen. 2, 2, 1, 7.
2,21, 21 cm zu weit. 10% Verschleiß. Hau rein. So, unsere letzte Prüfung. Der Jens versucht gerade hier sein Talent beim Golf zu beweisen. Er muss so nah wie möglich in die Mitte. Jens, wie viele Versuche hast du? So, wir haben jetzt Mittag gegessen. Es ist mehr als Halbzeit. Wir haben es jetzt 1:15 und ja, beim Golfen habe ich natürlich voll verkackt, aber... Wenn wir schon verkacken, dann richtig, ne Tarek? So. Wobei, ich habe gelesen bei den Wertungsprüfungen, dass wir so gar nicht so schlecht sind. Mhm. Wir sind so im Mittelfeld bei den Prüfungen. Und jetzt holen wir uns noch einen Stempel ab hier auf unserer Bordkarte. Und dann geht's ja die letzte Stunde Richtung Ziel. Und dann warten wir natürlich auf das Ergebnis. Und unser Tipp, naja, Mittelfeld höchstens. Unteres Drittel, würde ich mal schätzen. Wir sind schon froh, wenn wir ankommen. Auf jeden Fall. Wir haben uns mehrfach verfahren. Waren ja auch relativ die letzten zeitlich, die angekommen sind, haben uns in 10 Minuten unser Essen reingewürgt, aber war gar nicht so schlecht. Nee, war lecker. War lecker. Auf jeden Fall. Und ja, jetzt geht's wieder Richtung Ziel, SAP in Walldorf. Leute, wir haben es geschafft. Es ist jetzt gleich 3 Uhr, 15 Uhr. 9 Uhr sind wir gestartet. Und es war viel Arbeit, das hier zu absolvieren, muss ich sagen. Hat uns Schweiß und Nerven gekostet. Das ist unser Zieleinlauf. Kommt hier zu uns herein. Herzlich willkommen bei SAP Walldorf. So, wir haben es geschafft. Zieleinlauf erfolgreich absolviert. So, Tarek, sag mal eben, was haben wir denn für Werte auf der Tour gehabt? Also 203,8 Kilometer insgesamt mit 17,8 Kilowattstunden jetzt, weil wir hier stehen 10 Minuten und 6 Stunden 14 Minuten für die Strecke, Jens. Also 17,8 Kilowattstunden ist doch ein super Wert. Gut, wir sind sehr viel Landstraße gefahren, eigentlich ausschließlich. Ne? Nur Landstraße. Aber 200 Kilometer und wir haben jetzt noch 218 Kilometer Restreichweite. Der Wagen war gar nicht voll, der war auf 93 oder so. Ja, genau. Und super Wert, der G80 hat sich mega geschlagen. Ja. Und sag mal, was machen wir mit dem G80 im September? Wir fahren zum E-Cannonball. Jawohl, und wir sind nämlich das Dream Team. Genau, mit zu viert, mit Nas und Nasila dabei, in diesem Auto. Genau, und wir fahren den E-Cannonball mit 4 Leuten hier im G80. Und der Wagen ist einfach top. Das ist und super. Da freuen wir uns schon riesig drauf. Das wird super Spaß machen. So Leute, Siegerehrung ist gelaufen. Wir waren es leider nicht. Nein, aber wir waren auch nicht die Letzten, ne? Ja, wir wissen nicht, welchen Platz wir haben. Das reiche ich dann noch nach, weil das Gesamtklassement ist noch nicht veröffentlicht. Genau. Aber der EX30, also die haben mit 3 EX30 sind sie hier angetreten. Die haben ja alles abgeräumt. Erster Platz, Gesamtsieg EX30, dritter Platz, Gesamtsieg Volvo EX30. Volvo hat aufgeräumt, ja wirklich. Zweiter Platz ist an den Lotus gegangen, also Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Und das war's dann für heute. Ich begebe mich jetzt auf den Heimweg. Ich muss 5 Stunden bis nach Bremen fahren. Einmal laden, 6 Minuten. Ist ja gut, ey, ist ja gut. Naja, hat mich jedenfalls gefreut mit dir, Tarek. Hat Spaß mir gemacht. Hat super Spaß gemacht. Ich bin so froh, dass der Jens dabei war diesmal, ne? Ja. Weil wir verstehen uns ja gut im Auto. Er hat zwar ein bisschen rumgezickt, aber gut, mein Kleid, alles gut. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert natürlich Tareks Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.